Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hier bei Alex. Yo. Okay. Wir müssen die vier davon noch klatschen, ne? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der war gut. Ja, um die Mission hier zu erfüllen. Was habe ich hier für eine Waffe? Ach, die. Mann, ey. Stimmt, ich habe ja letztes Mal ziemlich erpost, sage ich mal, aufgehört zum Zocken. weil ich nichts kann. Das scheint sich heute auch nicht zu ändern. Also, nichtsdestotrotz werden wir frohen Mutes versuchen, hier diese Typen niederzuhauen. Ob es uns gelingen wird, werden wir sehen. Ich werde noch diese eine Handgranate vielleicht noch... ja, investieren in diese Gruppe da. Hui, ich mach mal vom Acker. Wow, es lädt noch. Man merkt's. Und da kommt auch schon der Freien. Habe ich nichts getroffen? Wow. Ja, die haben mich getroffen. Eindeutig. Ich habe gedacht, ich habe nichts getroffen. Die rennen wieder weg. Gut, dem ist nicht so. Wie soll ich die Deppen da jetzt besiegen? Irgendwie... ach so, warte. Natürlich die falsche Munition drin, ist eh klar. Da hält man auch, glaube ich, ein Blend-Dingens, oder? Boah, ey. Was hätte man noch Schönes? Nur mehr ganz normale Dingens, ne? War das überhaupt so ein Blend-Teil? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt einfach geraten, weil so nach Licht ausschaut. Halt, was mache ich da? Ich glaube nicht, dass ich da was treffen werde. Ich sollte mal was trinken, ne? So. Okay. Ja, das Ganze wird ein bisschen mühselig sein, fürchte ich. Da kommt jetzt einer. Ja. Den einen könnten wir schaffen. Wieder, es wäre verreckt. Echt jetzt? Ja! Alter! Du Saukerl! Du Träger da! So, weg! Weg, schnell weg! Weg, 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 weg! Flieg mal weg ein Stück. So, bist du brav. Und schnell was saufen. Sehr gut. Um Gottes Willen. Ja, schön. Aber ich glaube, ich bin jetzt down. Ja. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle, Verstärkung anzufordern. Haben wir das jetzt gerade wirklich hinbekommen? Ich glaube, ich träume. Ja, Wunder geschehen noch immer wieder. Sehr gut. Aber es fehlen immer noch Leute, ne? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich jetzt alle vier gelootet? Ich hoffe. Ich muss mal kurz bei dem Leichenhaufen da schauen. Ja, ich glaube, wir hätten alle. Da unten liegt keiner. Passt. Boah, das muss ich sofort speichern, ey. Das lief hier besser als gedacht. 24, 25, da. So. Bist du gescheit? Bin gerade wirklich positiv überrascht. Aber es fehlen immer noch diese... schwächeren Soldaten, glaube ich, ne? Einer oder zwei gar, glaube ich. Boah, so viele. Aber das ist ja schon mal Licht geworden, ne? Müssen wir noch schauen, wo wir die anderen Deppen finden. Ich habe gedacht, da fliegt was. Also nicht nur unser Freund hier. Der kann auch fliegen, schweben, wie auch immer. Jo. Da vorne sind ja schon die Opfer, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir da gleich drauf zustürmen sollten. Ich glaube, könnte man vielleicht probieren, ne? Jawohl, den hätten wir schon mal. Und der ist eh gelähmt ein bisschen oder verlangsamt. Na, geht schon. Haut drauf.
sauber. Ich glaube, wir hätten's. Cool. Ich glaube, wir haben sie alle. Boah, das war jetzt echt ein hartes Stück Arbeit, muss ich echt sagen. So, speichern. Ah, wir haben es hingeferkelt. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht mehr für möglich gehalten. Schön. Das müsste es gewesen sein. Dann können wir zurück zum Questgeber, ne? Oder lebt da noch was? Ah, da lebt noch was. So viel dazu. Was? Eine Kampfmaschine muss ich auch noch besiegen? Nee. Das ist natürlich unschön. Oh weia. Das ist richtig unschön. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir die Kampfmaschine down kriegen. Ich habe nämlich nur mehr dreimal zum Heilen. Davon ist noch so ein Drecks-Soldat. Was mache ich denn? Ich habe mich verdrückt. Und zwar ganz schön sauber. Entschuldigung. Ich wollte mich eigentlich jetzt anschleichen. Aber ich fürchte, der Schnee macht trotzdem zu viel Lärm. Und dann ist damit noch die Kampfmaschine unten gemeint, oder wie? Was, dann hätten wir? 1000 Erfahrungspunkte. Wow. Und wo ist jetzt die Kampfmaschine? Oder war das einfach nur falsch? Aha. Die zählt dann gar nicht, oder was? Okay, jetzt scheinen wir es geschafft zu haben. Schön. Auserwählt. Was hatten wir denn jetzt gerade? Ah, die ist einfach jetzt schon fertig abgeschlossen. Schaut aus, ne? Na dann, wäre als nächstes der Konverter dran, ne? Boah, das war auch eine harte Geschichte, glaube ich, ne? Für eine Handvoll Splitter, Edon. Der Weg des Erzberserkers. Ah ja, wie viel haben wir noch? Wenn wir das Level Up voll haben, also diese Stufe, dann können wir Erzberserker werden. Wow, wie schön. Das freut mich ja glatt. Glatt und richtig. Lernentechnisch. Das wäre halt auch nicht schlecht. Kann ich denn überhaupt irgendwas lernen? Tatsächlich, wir hätten Attributspunkte zu verteilen und wahrscheinlich auch was zum Lernen dann, ne? Einen Punkt, ja, tatsächlich. Hätten wir wirklich übrig. Ja, kann man noch aufspannen, ne? Die Attribute könnte ich verteilen. Was hatten wir gebraucht? Ich glaube 65 hier oben, ne? Für unseren aufgemotzten... Na, aufgemotzt war falsch. Der Zweihänder, den wollte ich haben, ne? Irgendwas hiervon. Na, das war glaube ich auch nicht richtig. War das dann doch dieses Giftkriegerschwert? Oder wollte ich die Zahnaxt auf Stufe 2? Ich glaube, so war das, ne? Da bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen mehr von dem. Ist ja wurscht. Spare ich noch ein bisschen zusammen. Das Ganze ist gut. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Hey, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Wir haben uns gut geschlagen. Der ist so gemein. Das kann er doch nicht einfach so sagen. So schlecht haben wir uns jetzt auch nicht geschlagen. Ich wollte eine Quest auswählen, stimmt. Viel bleibt mir, also bleibt uns nicht übrig. Schlachtplan des Eremiten. Was war hier? Was mussten wir hier tun? Kaja. Kleine Farm. Können wir da rein, ohne dass wir verrecken? Ich bohr mich mal dahin. Den ganzen Text, da wollte ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Aber da ging es, glaube ich, um das Gespräch mit diesem Sardom. Jetzt soll ich es doch durchlesen. Achtung, Gefahr. Extremer Anstieg. Gefährlicher Energielevel gemessen. Sofortiger Rückzug empfohlen. Ich nehme an, du redest von der Kuppel da.
schön. Das heißt, wenn wir da reingehen, werden wir verhauen. Die wird schon halten. Empfehlung von Commander ignoriert. Setze Routine fort. Ich glaube, wir werden verrecken. Ihr wisst, was das bedeutet. Einmal speichern. Sollen wir dann jetzt hier alle ausrotten, oder was? Na, oder? Noch schießt er nicht auf uns. Hallo! Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Beantrage Zugang. So einfach ist das nicht, Kleiner. Du darfst sogar rein, aber ich nehme an, ohne dein Herrchen da, gehst du sowieso nirgendwo hin. Tja, es tut mir leid. Von deiner Sorte ist die Stadt sowieso schon überlaufen. Wir können nicht noch mehr von euch hier gebrauchen. Du bist so freundlich. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Na, zuerst mal das obere. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Super. Ausgesperrt, wie schön. Und wie steht's mit den Alps hier in der Gegend? Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xakor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Na, wie schön. Das heißt, wir haben Pech gehabt. Wir können nicht mit diesem Kerl sprechen. Das heißt, wir müssen diese Leute finden, ne? Also, Querste auserwählt ist nichts gut. Abessa ausgesperrt. Das nehmen wir mal. Wo mischen wir denn da hin? Der Kerl da und da drüben. Hunter. Was für ein schöner Name. Ich glaube, der ist vom Beruf Jäger, aber es könnte mich auch täuschen. Oder er tut einfach gern huntern. Hey, da vorne steht ja mal wer. Das ist neu, oder? Der war... Ist das dieser... Fred? Hallo? Hallo, Fremder. Servus. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Das wäre nett. Schau mal, was hättest du denn? Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Ein Zepter. Ja. Kalans Hammer. Nicht unbedingt. Schwarze Lederkapuzen. Schaut sicher cool aus. Graue Stoffkapuzen. Ich habe von Stofffetzen gelesen, aber ihr seht das Gleiche. Ja, wir haben ein bisschen Alex, hätten wir auch. Rezept Apfelschnaps. 1 von 1, den haben wir schon. Brauche ich nicht kaufen. Brennstoff, Plasmazelle. Das wäre echt cool zu kaufen. Brennstoff, Treibstoff für alle Flammenwerfertypen. Ah, das wäre schon schön. Was hätte man denn zum Verkauf, ne? Was können wir anbieten? Ja. Nix. Na, warte mal. Sonnenbrille klassisch habe ich schon mal. Cool, die muss ich auch mal aufsetzen. Die ist sicher cool. Den Machtstoß will ich nicht hergeben. Den brauche ich sicher noch zum Verhauen gewisser Gegner. Ach, Gottchen.
Feuerteufel, Kampf, Strahlung, Frost, Gesundheit, Leder, Trophäe. Vielseitig verwendbar. Konnte man damit was bauen? Ich meine, Trophäen sind ja, glaube ich, nicht für fürs Bauen gedacht. Oder sind ja, das fällt unter Rohstoffe, ne? Dann könnte man theoretisch das Zeug ja verkaufen. Die Weiterverarbeitung ist mit einer Hornplatte. Schlauch. Oh doch, den hatte man doch gebraucht. Schlauch, ich kann mich erinnern, das war mal für ein Rezept zu brauchen. Ah, da kann ich nichts hergeben. Das wäre, glaube ich, nicht gescheit. Haben wir gar nichts zum Verkaufen? Unbrauchbare Verbandstasche. Die könnte man einmal hergeben. Den Hammer kann er einmal haben. Öllampe zweimal. Guter Becher kann er haben. Krug. Dreimal. Rohrzange, bitteschön. Gute Gabel. Das ist wenigstens ein bisschen was, ne? Messer, Gabel, Schere, Licht. Alte Münze, Klopapier, Spielzeugauto. Das normale Klopapier kann er haben. Zigaretten sind ja nicht so viel wert, ne? Das Anleitung kann er haben. Was haben wir hier noch? Plasma-Rakete. Na, das hätte ich noch gern behalten. Speer. Plasmazelle, Speer. Bla bla bla. Energiezellen. Ja, das möchte ich schon gern behalten. Jo. Anleitung, harter Hund. Ein Stim. Könnte man herstellen, was bewirkt der? 50% Schaden. Also wir machen mehr Schaden, oder was, ne? Ja, cool. Den muss ich unbedingt herstellen das nächste Mal. Harter Hund, das ist echt nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Hoppala. Alte Radioaufnahme 2 und 3. Die haben wir uns angehört, glaube ich, ne? Hoffe ich. Verwittertes Bild. Ja, dann gehen wir shoppen. Dann kaufen wir von mir aus... Alles ist schon teuer, ne? Zweimal. Ach, das wären 260, ne? Ach, komm her. Zack, passt. Können wir wieder ein bisschen mit unserem Flammenwerfer rumballern. Das ist schon okay. So, da drüben hätten wir die Leute. Ein Federvieh. Oh, ruck, da glänzt was. Ah, das war nur das Wasser. Okay. La, la, la. Nee, oder? Hallo. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Unrat. Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Servus. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Ja, genau. Darum regnet es auch, damit wir weniger stinken dann in Zukunft, ne? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Nein. Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Deine Drohne hat wohl ein paar Schaltkreise locker. Ich kauf sie dir ab. Die steht nicht zum Verkauf. Schade. Na, unseren Kroni gehen wir nicht her. Ich möchte auch in die Stadt. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Ja. Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Ja, bist du narrisch? Das will ich dann aber nicht da. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Das ist mir egal. Na, das obere. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Ja, das ist ja scheiße. Wer ist ein Cooper? Was sollte man Leuten in der Stadt... warum? Genau, wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte.
Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Gibt es dort einen Teleporter? Dann dürfte das ja kein Problem sein, oder? Um Gottes Willen. Na dann, gib her den Fetzen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du's. Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karte bei seiner Leiche gefunden. Oh. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ja. Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Danke. Gib mir die gefälschte ID. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss da noch eingespeichert werden. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Na danke. Erstmal was trinken. Ja, das kannst du wohl auch sagen. Na schön. Warte, sage ich das nicht. Da hätten wir jetzt mal eine neue Quest, ne? Ich tue gar nichts, ich bin immer brav. Ein Outlaw, stehlen darf man da nichts dabei. Wir könnten uns einmal kurz in die Hapfen legen, bis zum nächsten Morgen pennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, daraus wird ein Krautsalat. Also kurz um ein Topfen. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Ja, dann mach mal, mein Guter. Ja. Servus, grüß dich, servus, hallo, grüß dich, pfitti. So, ja. Ich würde sagen, ich speichere das mal. Oh, und der Part ist auch zu Ende. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Stadt im nächsten Part an. Und somit, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!